Warum eigentlich, wenn man Steuern bezahlt, werden nicht die ganzen Straßen, die wichtigen Straßen und Gehwege erneuert? Also zahlt man Steuern für nichts, oder verstehe ich jetzt nicht. Hier könnte man leicht ausrutschen mit den Löchern hier auf der Straße. Mit dem Fahrrad oder keine Ahnung. Kann man ausrutschen, Kinder können ausrutschen, sich verletzen. Aber wir zahlen doch Steuern. Warum wird das nicht erneuert? Und genau die gleiche Frage, warum muss man GEZ bezahlen, wenn eh nur von den ganzen Medien da, ZDF, ARD, an Nachrichten, Fake News, Gehirnwäsche, weiß ja sich, was man abbekommt. Warum zahlt man? Zahlt, aber bekommt nichts. Das ist reine Verarschung alles. Das Volk will gute Straßen, glatte, saubere Straßen haben, neuen Asphalt. Also sollten wir eine Institution gründen und dann diejenigen, die Abgaben geben möchte an diese Institution, die sind auch 100% zuständig für Straßenerneuerung. Ist besser vom Volke aus, nicht vom Staat. Der Staat interessiert sich ein Scheiß. Und der Staat will doch, dass wir informiert sind durch Medien. Also warum zahlt nicht der Staat? Übernimmt nicht der Staat die GEZ-Gebühren? Sollen sie doch für uns zahlen? Ist doch besser so. Ist fair. Weil hier, wir sind die neue Generation und wir verlassen uns mehr auf die Internet-News und suchen unsere News selber aus. Die alte Generation hat es immer so gemacht, dass sie sich vollpumpt mit Medien, aber wir, die neue Generation, Internetgeneration, können uns selber informieren, sind selbstständig unterwegs. Auf Schrank-TV, da war ein interessanter Gast da, der eine Initiative gestartet hat für Rundfunkbefreiung, GEZ-Befreiung. Also ich würde da mitmachen und auch mich einsetzen für eine Volksabstimmung gegen die GEZ. Also dieser Herr ist ein mutiger Bürger. Das ist ein wahrer Patriot, der was unternimmt. Und ich fordere euch auch auf, an allen, die Deutschland lieben und Patrioten mit gesundem Menschenverstand, macht da mit und ergreift die Initiative und meldet euch an und setzt ein Zeichen gegen die GEZ.